Die Grundschule Burkhardsdorf hat sich für die Zertifizierung als bewegte Schule beworben, die durch das Kultusministerium, die Unfallkasse Sachsen und die Uni Leipzig vergeben wird. Darüber und über noch viel mehr konnten sich Interessierte beim ersten Tag der offenen Tür informieren. Die Grundschule Burkhardsdorf hat heute eingeladen zum Tag der offenen Tür. Alle Interessierten, natürlich Eltern, Geschwister, Oma, Opa, die Gemeindeverwaltung, die Gemeinderäte, alle interessierten Bürger. Wir präsentieren vielfältige Schülerarbeiten, die innerhalb des fächerverbindenden Unterrichts in diesem Schuljahr entstanden sind. 15 Arbeitsgemeinschaften gibt es zurzeit an der Grundschule. Einige der schönsten Schülerarbeiten, die im Rahmen der AGs entstanden, wurden in Vitrinen ausgestellt. Ansässige Vereine stellten ihre Arbeit vor und warben um Nachwuchs. Hier verspüren die Hasen-, Tauben- und Geflügelzüchter einen starken Abwärtstrend. Die Klasse 3a führte im Atrium der Schule ein Stück von Wilhelm Busch auf. Die Streiche von Max und Moritz wurden von den Eltern und Gästen aufmerksam verfolgt. Alle Klassenzimmer standen den Besuchern offen und gaben Einblick in das Schulkonzept. Ausführlich aufgebaute Sachthemen rund um das Thema Tier wurden durch Bildmaterial veranschaulicht. In Sachen Bewegung, Koordination und Geschicklichkeit konnten sich Schüler und Eltern selber einmal testen. An den Terrarien mit lebenden Schnecken im XXL-Format kam an diesem Tag kein Besucher vorbei. Zu groß war die Verwunderung über diese imposanten Tiere. Einer der Höhepunkte fand vor der Tür der Grundschule statt. Hier durften Schüler einige Tauben fliegen lassen.